Also das gibt es, dass Frauen auf mich stehen, auch sogar in meinem Alter von 64. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das war dann auch so bis zum ersten Date und es dauerte nicht lange, dann sind wir auch nach Hause gegangen. Du bist ja einer der ältesten, sogar der älteste Teilnehmer, den ich je hatte, 64 Jahre. Da hat es mir vor mehreren Monaten eine Anfrage geschickt und dann habe ich mir das durchgelesen, dachte mir, das klingt spannend, rufe ich mal an. Und von dem, was du mir gesagt hast, war ich überzeugt, dass ich dir helfen konnte. Allerdings ist es natürlich erstaunlich. Viele denken sich, Mensch, 64 Jahre, geht das denn noch überhaupt? Kann man da noch Frauen kennenlernen? Mich würde mal im Vorfeld interessieren, wie, bevor du ins Training gekommen bist, was konntest du denn schon? Also wie war dein Background, dein Dating-Background generell? Möchtest du dazu ein, zwei Sätze verlieren? Ja, sehr gerne. Also ich habe in meinen 20ern einen Kollegen an der Seite gehabt, der als Frauenheld bekannt war und der mochte mich auch und hat mich dann immer mal so ein bisschen mitgenommen, so auf Diskotheken und wenn er so auf die Pirsch gegangen ist. Und von dem habe ich ein bisschen was gelernt. Also das war ganz gut damals so, wenn wir aus der Diskothek kamen, dann haben wir meistens auch noch irgendwie was im Schlepptau gehabt und dann war das noch eine schöne Nacht gewesen. Also Wie wie gesagt, alt warst du da? da war ich in den 20ern, ne? Lass Okay. mich 22 bis 27 so ungefähr in diesem Dreh gewesen sein. Dann habe ich nachher geheiratet und dann wurde davon, also dann war ich völlig Pumpe damit. Und dann, ja, und dann blieb das auch Pumpe. Und dann habe ich auch im Grunde kaum noch Frauen kennengelernt. Es wurde sehr schwierig für mich. Ich habe viel mich auf Dating-Seiten rumgetrieben mit dem Ergebnis, dass ich ganz, ganz viel an meinem Profil gearbeitet habe, sehr viel auf Rechtschreibung geachtet habe, auf Ausdrucksweise geachtet habe, auf Fotos, dass die in Ordnung sind. Aber es hat mir keine Ergebnisse gebracht. Die Frauen haben mich mehr oder weniger ignoriert. Also das kann War das ich. noch während du verheiratet warst oder jetzt hast du einen Sprung Nein, drin? nein. Oder Nein, war, nein, hast, nein. Also, die Ehe ist dann irgendwann in die Brüche gegangen und dann irgendwann hast du gesagt, Mensch, jetzt muss ich mal wieder rauskommen so aus ist meinem es, Loch. wie du gesagt hast, genau. Also ich spreche von der Zeit, als ich dann wieder Single war, nach der Scheidung. Und also Dating-Seiten, das konnte ich voll knicken, das ging voll nach hinten los. Kaum Antworten und wenn, dann mal so ein paar hin und her geschrieben. Selten wurde da überhaupt mal ein Date daraus. Und noch viel seltener ging es dann mal ins Bett. Also davon war absolut weit und breit nichts zu sehen. Irgendwann habe ich mich mehr oder weniger auch schon angefangen, damit abzufinden. Und bin aber dann doch vor ungefähr 10 Jahren, eine Freundin hatte damals mit mir Schluss gemacht und ich bin dann so im Internet umhergeschlichen, wie kriege ich meine Freundin zurück, Ratgeber von allen Seiten beleuchtet. Und da fing das an, dass ich dann immer mal schon so etwas, habe ich gemerkt in YouTube, aha, es gibt also auch über Verführung, über Frauen ansprechen, über alles Mögliche. Und da habe ich dann schon mal so reingeschnuppert, habe es dann auch mal versucht und habe es aber dann auch irgendwann nicht mehr weiter verfolgt. Ja, und dann so vor ungefähr einem Jahr habe ich dann wirklich intensiver solche Videos mir angeguckt und habe dann auch verstärkt Frauen angesprochen, allerdings irgendwie sehr, sehr wenig zielgerichtet. Ich wusste ja nicht richtig, wie es geht. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung. Also du musst dich überwinden, du musst den Mut finden, eine Frau anzusprechen, aber es brachte keine Ergebnisse, ne? Also es brachte kaum Dates und noch weniger ging es dahin, wo ich eigentlich vorhatte, nämlich ins Bett.
Mein Fazit jetzt nach knapp 8 Wochen ist, dass ich auf garantiert das für eine sehr, sehr gute Entscheidung halte. Mir auch vom weiteren Coaching, ich bin ja noch ein paar Wochen dabei, weitere gute Impulse verspreche und einfach sehr zuversichtlich jetzt in die Zukunft gucke. Sehr schön. Also du hast ja, ich kann mich erinnern, das Gespräch vor mehreren Wochen, da hast du ja gesagt, gut, du sprichst an, teilweise 30, 40 Frauen in der Woche, Ja. aber die direkt nach dem Ansprechen fliegst du sofort wieder raus. Also die Frauen haben alle keine Lust, sich länger mit dir zu unterhalten. Und das war erstmal so die erste Hürde, die wir nehmen mussten. Also immer Ja. ein Kompliment, dass du schon Frauen ansprichst, da haben auch schon viele Schwierigkeiten. Aber viele denken ja, okay, wenn sie jetzt ansprechen können, dann läuft das schon mit den Frauen, aber das stimmt ja gar nicht, ne? Weil wenn du das, Ja. die rhetorischen Fähigkeiten danach nicht passen, wenn du da das nicht kannst, dann bringt das ganze Ansprechen nichts, ne? Und ja, das war ja auch der Grund, warum du dann gekommen bist. Ja, jetzt hattest du ja, möchtest du vielleicht kurz nochmal eingehen auf die erste Frau, die du verführt hast im Coaching? Ja, also ja, das war, ich sah sie und ich sprach sie an. Ich merkte an allem, an ihrer ganzen Körpersprache, dass sie aufgeschlossen ist. Und ich habe dann genau das befolgt, was du mir und auch anderen Teilnehmern empfiehlst, nämlich dass du sagst, pass auf. Nach dem Ansprechen, 5 Minuten nach dem Ansprechen, schickst du ihr eine Nachricht und nimmst Bezug auf diese Begegnung und kannst ja über dich noch ein bisschen was mitteilen. Das habe ich auch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe vielleicht über mich selber ein bisschen wenig erzählt. Habe ihr so in kurzen Eckdaten geschrieben, was ich so mache und dass ich Single bin. Und ihre Antwort war, sinngemäß, ja, ich hätte mich auch sonst mit dir getroffen. Also wir hatten schon ein Date vereinbart übrigens. Ich hätte mich auch sonst mit dir getroffen, aber schön, dass du ein bisschen was zu dir sagst. Und sie hat auch hinzugefügt, auch sie sei Single. Also das haben wir beide schon mit einer, mit einem gewissen, wir haben damit ein Ziel verfolgt. Das habe ich auch von ihrer Seite gemerkt. Und dann ging es im WhatsApp-Verkehr, sage ich mal, in den Nachrichten sehr klar in der Kommunikation zur Sache. Also ich habe klar zum Ausdruck gebracht, wo ich hin will. Und sie hat es ja durch ihre Reaktionen bestätigt, ne? Also ob das jetzt Emotions waren, die eindeutig in diese Richtung gingen, oder ob es anzügliche Bemerkungen waren. Also wir waren sehr schnell beim Thema und es war von Anfang an standen die Ampeln auf grün. Alle Ampeln standen auf grün und das war dann auch so bis zum ersten Date und es dauerte nicht lange. Dann sind wir auch nach Hause gegangen zu ihr. Ne? Sehr gut, das war also wie eine Verführung wie aus dem Bilderbuch. Ja. Ja, ich habe schon richtig gute Dates mit wirklich attraktiven Frauen gehabt. Also das gibt es, dass Frauen auf mich stehen, auch sogar in meinem Alter von 64. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Sehr schön. Wo siehst du dich, wie stellst du dir deine nächsten Jahre vor? Wirst du so der Gigolo, der Casanova in 15, 20 Jahren im Altenheim und schnappst allen die Frauen weg oder bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, schätze ich mal, 20 Jahre oder Ja. so, wenn alles gut geht. Ja. Wie stellst du dir die nächsten Jahre vor? Wirst du lieber eine Freundin haben? Wirst du ein bisschen dich ausleben? Ein bisschen mehr nähere, intimere Beziehungen mit der einen oder anderen haben? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen jetzt? Ja, also ich stelle es mir so vor, dass ich eine Beziehung im klassischen Sinne zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Sinn habe, nicht im Blick habe, sondern ich möchte jetzt wirklich Single bleiben. Früher war es anders. Ich wollte unbedingt eine Beziehung, weil dann habe ich ja auch regelmäßigen Sex.
Aber jetzt, wo ich weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann ich die nächste Frau finde, die ich dann verführen kann, jetzt möchte ich als Single einfach nur mein Ding machen. Ich habe auch ganz viele Interessen und ganz viele Hobbys und im Grunde für Beziehung eigentlich auch überhaupt keine Zeit und eben auch keine Lust, sondern ich möchte weiter mein Ding machen, möchte aber diese Möglichkeiten, diese Freiheit, die mir jetzt, wie soll ich sagen, als Perspektive entgegenlächelt, nämlich die Perspektive, Frauen haben zu können, ich brauche sie nur ansprechen, ne? Und dann klappt das auch. Das ist eine so verlockende Aussicht, dass ich sage, jawohl, so kann mein Leben aussehen. Und wenn dann vielleicht mal in ein paar Jahren, das schließe ich gar nicht aus, wenn eine von den Frauen, die mir jetzt richtig gut gefallen und bei denen der Sex auch richtig gut und erfüllend ist, ich dann vielleicht sage, ja, das kann ich mir vorstellen, mit dieser Frau alt zu werden. Okay, ich schließe es nicht aus. Aber zum heutigen Zeitpunkt habe ich das nicht im Blick. Ja, wer einmal Blut geleckt hat, für den ist es schwierig, zurückzukommen, der will sich erstmal ausleben, ne? Der will das mit Ja. seinem Ding machen. Ja. Genau, du warst ja dann auch in Berlin. Insgesamt mit Berlin, mit den Dates, die du da noch hattest und davor, also 8 Wochen, wie viele Dates hattest du jetzt? Spontane Dates, richtige Dates, wie Ja. viele waren das insgesamt? Also Kannst du dich noch erinnern? mir fehlt immer leider so ein bisschen die Erinnerung. Das ist auch ein Phänomen, was Hendrik mal erwähnt hat. Aber ich schätze, es könnten ungefähr um die 10 Dates gewesen sein. Wenn du sagst 10, vielleicht ein bisschen mehr. Gut, bist jetzt seit 8 Wochen hier im Training, also mindestens ein Date pro Woche hattest du gehabt, spontanes Date oder richtiges Date. Und dann hast du da eh sowieso schon eine verführt. Mit anderen stehen jetzt die Folgedates an. Freut mich Also auf jeden Fall. zumindest, also das, was wir eben gesagt haben, diese Zahl, die ist innerhalb der letzten, ich sag mal, ungefähr 3 Wochen. Also das heißt, die erste Zahl, die ersten 5 Wochen war mit Dates eigentlich ziemlich mau. Und dann irgendwann hatte Der Knoten Hendrik, geplatzt. Der Name ist der Knoten geplatzt irgendwann. und dann erst so seit, das ist ungefähr 3 Wochen her, erst jetzt überhaupt habe ich das kapiert, den Blick für das Ganze zu bekommen und dann eben nicht nur Dates, sondern vor allen Dingen auch die Verführung also anzustreben. Das muss man muss es anstreben. Es genügt nicht, davon irgendwie zu träumen und ich werde mal irgendwann Frauen, sondern ich muss da zielgerichtet rangehen, ne? Ja, und man kann natürlich den ersten Schritt nicht vor dem, also den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen, ne? Deswegen war auch die Wochen davor wichtig, sonst ohne den Wochen davor wäre es jetzt nicht in den letzten 3 Wochen so abgegangen. Sah dich ja fast in einen Fulltime-Job aus, 10 Dates in 3 Wochen. Respekt dafür und Respekt auch nochmal an deine Energie, die du da hast, ne? Wenn ich mir andere 64-Jährige anschaue, über 60-Jährigen, die sind bei weitem nicht mehr so fit, ne? Wie du. Danke. Machst du auch ein bisschen Sport oder bist du einfach geistig immer fit geblieben, immer dich beschäftigt mit Dingen, Sprachen gelernt, gelesen oder was ist dein Geheimnis, dass du sagst, dass du mit 64 noch so klar und fokussiert bist? Also ich habe mich immer Aufgaben gestellt, immer Aufgaben gestellt und immer, wenn ich wenn etwas Neues in mein Leben trat und ich es unbedingt lernen wollte, dann habe ich viel Energie darauf verwendet. Ne? Also dieses Coaching ist, ich sag mal, die Erfahrungen, die ich in diesem Coaching mache, sind mir nicht neu. Ich habe in meinem Leben schon mindestens 2 bis 3 Mal etwas Ähnliches erlebt, nicht Verführungscoaching, aber ähnliche Situationen, wo ich richtig kämpfen musste und mich durchbeißen musste. Und ich wusste immer, wenn ich nur genügend Energie reingebe, dann schaffe ich das. Ich habe alles, also fast alles geschafft.
Computertechnik ist nicht so ganz mein Ding, aber ansonsten habe ich wirklich, wirklich viel erreicht. Und das gibt mir eben diese Gewissheit, ich werde es auch hier schaffen und ich werde auch hier vorankommen. Du hast mich eben nach Sport gefragt, da muss ich schamhaft den Kopf senken und sagen, also Fahrradfahren, eine halbe Stunde morgens zur Arbeit und eine halbe Stunde wieder zurück, ja, aber ansonsten muss ich jetzt richtig was tun. Also ich habe mir am letzten Wochenende zwei Hanteln gekauft, weil ich sage, okay, wenn man was tun will, dann kann man auch mit einfachen Mitteln einfach anfangen und ich habe ohnehin vor, mit meinem Hausarzt jetzt mal so über die nächste Zeit zu reden, auch was jetzt meine Arbeit betrifft, meine Arbeitsstelle und so weiter. Ich stehe ja quasi kurz vorm Ruhestand und wie das jetzt alles so ablaufen soll und da werde ich mit ihm auch über körperliche Fitness reden. Das muss ich einfach und ja, ne, also da bin ich, sagen wir mal, motiviert und stehe am Anfang. So möchte ich es mal formulieren. Sehr gut, dann hast du dir auf jeden Fall die Weichen richtig gestellt für deinen Ruhestand, ne? Andere, wenn die dann in den Ruhestand gehen und nicht mehr gebraucht werden und die Frau weg ist und die Kinder und die den ganzen Tag an der Flasche hängen, ne? Dann ist dann auch schon bald rum mit allem, ne? Und Ja. ja, du hast schon mal die Weichen gestellt für ja, für viele schöne Erfahrungen in der Zukunft, würde ich mal so sagen. Ja. Ja, in dem Fall ja. War es von meiner Seite? Ich überlasse dir das letzte Wort. Möchtest du noch etwas loswerden? Möchtest du noch etwas mitteilen den Männern? Oder wenn nicht, dann auch in Ordnung. Ja, also ich sage den Männern, die sich mit dem Gedanken tragen, also erstens, pass auf, Alter ist kein Hinderungsgrund. Zweitens, wenn du das machen willst, richte dich darauf ein, dass du was tun musst. Du musst deinen Arsch bewegen. Du musst raus aus deiner Komfortzone. Du musst dich immer wieder neu motivieren, neu aufstellen. Du musst damit rechnen, dass es nicht nur bergauf geht, dass es auch Phasen gibt, wo du Durchhänger hast. Das gehört alles dazu. C'est la vie, sage ich dazu. Und wenn du einfach diesen Durchhaltewillen hast, dann und diese Worte von Hendrik sind mir auch sehr wohl geläufig, dass er sagt, vertraue dem Prozess, denn am Ende gibt er dir recht. Ja, also vertraue. Hab Vertrauen in dieses Coaching. Du bist hier, wir sind hier bei guten Trainern und wir werden hier was lernen. Aber unser eigenes Zutun muss sein. Ohne das geht es nicht. So, das ist mein Wort an alle, die vielleicht das machen wollen und noch nicht so richtig wissen. Sollen sie oder sollen sie nicht? Ja, ich sage, ihr sollt es machen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und wenn nicht, dann schnappst du den Männern die Frauen weg. Okay. Alles klar. Okay, ja, dann danke ich dir soweit und wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Jetzt geht's ja gleich weiter noch mit der Mindset-Session, ne? Und wenn du sagst, hey, du würdest auch gerne mal mit mir kostenlos sprechen, dann kannst du dich gerne eintragen unter dem Video oder oben rechts bei dem i. Dann findest du einen Link für das kostenlose Erstgespräch. Da trägst du dich ein und dann sprechen wir mal persönlich und finden heraus, ob und wie meine Strategie auch für dich funktionieren könnte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.